Willkommen zurück, ihr Pommes frites, und hallo bei Let's Play Minecraft. Ja. Bronco hat verlernt, wie man Hallo sagt. Wieso ist denn hier so? Hallo, bitte. Ja, er ist manchmal so in seinem Projekt vertieft. Ja, Pommes frites. Glaube ich. Projekt schürfen. Ja, Projekt schürfen. Wir haben ja, ich habe ja meinen Weidebau in der letzten Episode abgebrochen erstmal, weil wir jetzt hier das Beste in Minecraft machen wollen, nämlich in den Minen craften. Also, wir schürfen uns in die Tiefe und gucken, was es so gibt. Das ist doch immer das Lustigste, weil man immer, wir haben schon so Sachen, wo wir jetzt mal so offline gespielt haben, wir haben schon Sachen entdeckt und gesehen, wo wir jetzt sagten, what the fuck. Dann habe ich danach im Internet gesucht, oh, sorry. Oh. Ja, das war ich. Dann habe ich im Internet danach gesucht, ja, was das sei, was das war oder so. Und manchmal habe ich nicht mal eine Antwort drauf gefunden. Da dachte ich mir, oh mein Gott, ich habe was ganz Neues in Minecraft entdeckt. Wahrscheinlich war es natürlich nicht neu, aber der bloße Gedanke, dass ich irgendwas Specialiges gefunden habe, macht es auch immer wieder lustig und macht Freude darauf, dass man weiter schürft, um Neues zu entdecken, was man denkt, das ist total specialig. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, ne? Ihr seid schlau genug, ihr versteht das. Mhm. Ihr versteht meine verquerte Denkweise. Ich denke immer über fünf Ecken und ganz anders als andere Menschen. Ich glaube manchmal, meine Gehirnstrukturen sind ganz anders angelegt. In meiner Welt macht es Sinn. So nach dem Motto. Ach ja. Das da gefällt mir nicht. Das sieht nicht hübsch aus. Wo wollen wir hin? Wollen wir vielleicht mal ein bisschen seitwärts jetzt hier so? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen nirgendwo. Nein. Nein! Du kommst, also irgendwann trifft. Man trifft irgendwann immer auf irgendwas. Ja. Was? Auf die schlagenden Menschen. Was war das? Ich habe mich aus Versehen wieder mit einer Spitzhacke bearbeitet. Tut mir leid. Ja, brauchst du was zu essen? Ich hab voll erschrocken, ey. Oh. Ja, geh mal her. Willst du ein Yes-Törtchen mit einer Kerze drin? Boah, das wäre jetzt geil. Geil, ne? Oh, Yes war von eine ganz lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Und man wusste gar nicht warum, weil Yes ist doch geil! Meine Fresse. Aber die gibt's ja jetzt wieder, glaube ich, irgendwie. Oder so. Du bist Kein auf, Plan. Du bist auf Kies gestoßen. Aber Kies macht man mit einer Schaufel weg, das weißt du, ne? Ich hoffe, du haust da nicht mit einer Spitzhacke drauf. Nein. Oh, du gehst mir auch immer in die Linie, ne? Kein Wunder, wenn du über den Kopftreffer kriegst. Headshot. Oh, jetzt wird's dunkel, weil ich die... Sag mal. Ich hab die... Das war meine Schuld. gar nicht absichtlich. Gravel. Gravel, Gravel. Ich mag das, wenn das immer so runterfällt. Hihi. Da kann man sich aber auch ganz schön mit begraben, ne? Da muss man echt aufpassen. Also nicht da drunter stellen unbedingt. Ah, hier kann man einfach die Schaufel so reinhalten. Und Aggression ablassen, weil einfach es ganz schnell geht. So. Oh, hier ist irgendwo eine Höhle. Okay, jetzt geht eine Höhle hier. Kies kann man immer gebrauchen. Da kann man schöne Kieswege mitmachen und sowas. Oder Kieskuchen. Kiesbrot. Kieskuchen. Ein Stück Kieskuchen. Was ist das denn hier? Hast du den hier hingebaut, den Cobblestone? Ja. Gut. Lecker Kieskuchen, lecker Kieskuchen. Hm. Mögen Sie den Knuspergenuss? Dann holen Sie sich Kieskuchen. Ich hab Lava gehört, glaube ich. Ich hab dich gehört, glaube ich. Ich hoffe. Ja, ich höre auch Lava. Bis von links kam das, glaube ich. Also hier, glaube ich, irgendwo. Vorsicht, nicht, dass wir können natürlich... Oh, Eisen. Nicht, dass langsam so... Oh, hier ist Erde. Hier ist Eisen, das ist viel besser. Das ist nicht Erde, das ist Andosit oder wie das heißt. Oh ja, hol mal. Erde. Okay. Das ist keine Erde. So tief. Wie gesagt, das ist dieses neue... Ich weiß nicht genau, welches von den Sieten. Oder Granit könnte es auch sein. Vorsicht mit der Lava, nicht, dass es hier irgendwie, also nicht nach oben oder so, ne? Nicht, dass es hier auf den Kopf läuft. Dann nenne ich dich nur noch Lavafresse. Das wäre... Oh, ist es Eisen oder Gold? G
Gold. Gold. Oh, und das Blaue. Wie heißt das Blaue nochmal? Lapis Luzi oder so. Lapis Lazi. Aber das würde ich nicht. Keine Ahnung. Dafür Lapis. braucht man eine Eisenhacke. Ja. Aber wir sind Lapis jetzt hier Lazi. wir sind eine gute, auf einer guten Ebene. Wir sollten vielleicht mal hier jetzt weiter so. Vielleicht finden wir dann eine. Auch Oh, was Legendäres. Ich meine Treppe. du musst mir voll immer in die Linse laufen. Du bist selber schuld, wenn deine Spitzhacke hinkommt. Hallo! Ey, muss man nicht gleich hauen? Ich Ja. ärgere dich doch nur. Das ist selber schon. Ja, aber ich hacke hier, mein Freund. Ich hacke hier. Und ich habe die Fackel abgehackt. Ich hacke hier. Ich glaube, es hackt. Meine Güte. Diese Minen. Wir kriegen nicht genug Sauerstoff. Deswegen labern wir so einen Scheiß. Das macht uns noch wahnsinnig. Hier ist die Höhle. Ich habe sie aufgemacht. Ups. Ja. Upsi. Ein kleines Ja, Pupsi. eine. Ew. Die ist groß. Die ist sehr groß. Ich trau mich gar Oh nicht rein, ja, ey. Alter. Ey, wir hätten einfach viel weiter oben einfach Ich hab Rüstung dir weggeklaut. gesagt, lass uns einfach zur Seite. Nee, ich will immer tiefer. Alter, die ist voll fett. Die ist voll fat, Sollen wir das mal, man. bevor du ausleuchtest und die ganzen Monster unlockst, vielleicht zumachen? Was willst du denn zumachen? Ich dachte, wir wollen hier rein. Ja, Was? warte, ich muss noch ein bisschen Werkzeug machen und so. Ey, ey. Das ist aber ganz schön frech von dir. Ach, du hast eine Tür gemacht. Du bist mir ja einer. Können die Monster nicht rein und raus? Meinst du? Wir sind nicht schlau genug. Weiß ich. Ich glaube, in einem schwierigen Schwierigkeitsgrad können die Zombies Türen einschlagen. Also Holztüren jedenfalls. Glaube ich, mich erinnern zu Okay. können. Weil die kommen ja auch immer an die Türen und klopfen. Das hat den Hintergrund, dass die dann da reinkommen können. Normalerweise. Aber wir spielen sind ja Feiglinge und spielen auf einfach. Und deswegen haben wir das noch nie Wir gesehen. das? Oh, hier ist Eisen. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Oder wie ein frisch paniertes Schnitzel. Das ist immer noch mein Lieblingsspruch, um zu beschreiben, dass man sich freut. Ich meine, stellt euch mal ein frisch paniertes Schnitzel vor. Und wie das aussieht, wenn es sich freut. Ja, ich darf gleich in die Pfanne. Oh ja. Ich habe bald meine Bestimmung erfüllt. Ich werde gegessen. Man darf ja nicht nach oben oder nach unten graben normalerweise, ne? Das ist ja so. Sollte man möglichst vermeiden. Ich habe 16 Silber, wollte ich gerade sagen. Eisen. Oh, was ist das denn hier? Ein Feuerstein. Ach. Oh, Silber. Jayla hat Flintstone. Silber gefunden. Ja. Ich mache jetzt ein neues Schmuckgeschäft auf. Habe ich es noch nicht erwähnt. Flintstones. Flintstones. Wieso hast du nicht gleich eine zweite Kiste gemacht? Darf ich dich das mal fragen? Ich hatte mein Inventar voll und habe ein bisschen Stress gehabt. Wie macht man nochmal eine War ja Truhe? schon ein. In der Werkbank, ne? Noch schon einen. Nein, ich habe jetzt schon. Lass das. Ich bin jetzt dran. Was hast du? Ich mache jetzt schon. Ach so, ich habe auch schon eine gemacht. Egal, aber drei Truhen. Ich weiß gar nicht, wie eine Truhe geht. Doch, ich weiß, wie eine Truhe geht. Wieso hast du die nicht zusammen gemacht, du Kuckuck? Oh, du bist so ein Kuckuck, ey. Ja, weil sie Ecke war. Na und? Weißt du, was das Schöne ist an Minecraft? Da macht man hier die Ecke. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn hier? Achso. Ich bin so doof. Boah, jetzt hast du die Kiste hier mitten in den Weg gelegt. Ja, Ach, deswegen. Na, ich Mann. mach doch jetzt den Gangbreiter. Den Bankreiter, ja? Hör mal auf, dich zu beschweren. Das ist das Schöne an Minecraft. Wir können hier einen Ich muss riesen. futtern. Hast du noch Du was? kannst hier eine Bahnhofshalle hinbauen, wenn du möchtest. Also beschwer dich nicht. Meine Güte, wie kann man in so Hast einem du noch was zu essen? freiheitsliebenden Spiel so verbohrt sein? Ich verstehe das Ich nicht. habe Hunger. Hast du noch was zu essen? Einen Apfel kann ich dir geben. So großzügig bin Nur ich. das? Bitteschön. Ja, nur das. Hast du echt nichts mehr, weil... Nein. Oh Mann, wo ist oben noch was? Ich ja nicht. Oben ist bestimmt noch was, ne? Ja, klar. Wo ist die Fackel hin? Da ist die Fackel hin.
Nee, das sieht scheiße aus. Da. Wo ist der Ausgang? Weiß ich nicht. Das hier oben ist jetzt überflüssig. Hab ihn. Kommt die Cobblestones rein. Und so. Da ist schon viel schön. Wo geht's denn hier hoch? So, hier geht's erst runter. Habe ich recht? Ja, ich habe recht. Ich will das hier wieder zumachen. Das sieht scheiße aus. Es regnet. Draußen? Ich baue mal Treppen. Kann man aus Kies auch Treppen bauen? Meinst du, ist es möglich? Keine Ahnung. So, was haben wir hier noch zu essen? Oh, cool, gar nichts. Ach komm, Muss man geizen. draußen jagen gehen. Ja, ich muss echt, ich muss das Gitter eigentlich fertig kriegen, aber ich bin echt zu faul, ne? Außer macht das so viel Spaß hier in den Minen. Das verleitet halt immer. Ja, Schisses. ist richtig. Hast du Brot hast du auch keins mehr gemacht, ne? Zufällig. Das habe ich gegessen. Okay. Oh nein, Dann muss ich mein Tier ich suchen, habe was ich hier falsch finde. gemacht. Ich habe falsch gemacht. Aber so passt das auch Ich nichts nicht. Das verstehen. passt alles so nicht. Jetzt ist so scheiße. Oh. Erstmal, Leute, erstmal. Ey, ich glaube, wir müssen wieder aus der Mine raus. Erstmal. Erstmal. Ich muss. Warum? Weil ich, das Weidegatter, ich muss das unbedingt fertig machen, damit. Ja, du verstehst schon, was ich meine. Zusammen die Höhle erkunden oder soll ich weiter alleine machen? Nein. Entweder Zusammen, ne? mit mir oder gar. Wo geht's denn hier raus? Hier, ne? Ja, das ist kein Problem. Mit mir oder gar Wäre doof, wenn du plötzlich nicht. Sachen entdeckst. Ja, genau. Mine ist immer so ein Zweierding. Außerdem ist man dann auch ein bisschen sicherer, wenn man sich gegenseitig beschützen kann. Ist es dunkel draußen? Oh, ist gerade untergegangen, die Sonne, ne? Ich Nee, wollte es gerade. regnet. Nee, ist gerade untergegangen, die Sonne. Ich sehe da doch einen Untergang oder einen Aufgang. Oh. Was ist das? Ein Hubschrauber? Hub, Schraub, Ja, Schraub, Schraub, bestimmt. Schraub, Schraub. Schraub, Schraub. Ich würde so gerne endlich den Boden hier machen, aber du verbietest es mir ja. Ich glaube, Ihr macht doch. wir sollten noch ein paar mehr Truhen machen. Bin ich für. Bin ich ja ganz stark für. Boah, das sind Ziegel, die wird richtig lange dauern. So hat das, habe ich mir das nicht Ja, das. vorgestellt. Was? Im rechten Ofen ist noch ein Steak. Oh, danke. Ich habe aber erst gegessen. Achso. Bim, 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 bim. So, jetzt mache ich Ton. Können sowieso mehr Truhen gebrauchen. Kann man immer, ne? Truhen geht immer. Das ist wie Geld. Es geht immer. Kann nie genug von haben. Ich pack die erstmal jetzt hier hin. Einfach nur so. Das sind Hängeschränke. Okay. Kies. Feuerstein. Sand. Ich glaube, drüben haben wir auch schon Sand. Aber ich pack jetzt erstmal alles einfach kreuz und quer hier rein. Was ist das? Andesit. Andesit, alten Erd, ganz wertvoll. Scheiß Treppen. Erde. Holz kann man behalten. Weizenkörner können wir auch hier lassen erstmal. Holz kann man eigentlich immer gebrauchen. Kohle sowieso. Stöcke und Kohle. Okay. Moment, Moment. Es geht nicht, sind zu viele. So.
So, Leute, Preparing ist hier fertig. Wir haben schön in der Mine gewütet. Wir haben was ordentlich Schönes gefunden. Aber wir müssen uns halt noch ein bisschen besser vorbereiten, ne? Wenn man so eine Expedition plant, da braucht man ordentlich Vorbereitung. So. Aber in der nächsten Episode werden wir wahrscheinlich erstmal wieder, glaube ich, meine Weide werde ich mal beenden, so einigermaßen, damit wir endlich mal Futterzufuhr haben. Mit Futterzufuhr. Fuhur. Jetzt regnet's. Es regnet, die Erde wird nass. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Guckt er mich an und schmeißt irgendwelche Dinge hin. Tschüss.